Schnelligkeit und Innovation liegt uns nicht so ganz im Blut. Das können externe, junge Teams, Startups viel besser als wir. Und darum arbeiten wir mit denen zusammen. Die Deutsche Bahn öffnet sich. Insgesamt 20 Startups wurden in die Mindbox ihrer neuen Location in Berlin eingeladen. Dort konnten sie ihre Ideen vor den Entscheidungsträgern der Deutschen Bahn präsentieren. Die Bahn öffnet sich der Startup-Szene, weil wir immer noch nach 180 Jahren total begeistert von unserem Produkt sind. Bahnfahren ist einfach cool. Die Startups bekamen nicht nur die Möglichkeit, ihre Ideen zu pitchen, sondern konnten sich auch direkt mit den Entscheidungsträgern austauschen. Das CityTree ist eine Erfindung von uns, von unseren vier Gründern von Green City Solutions. Und das CityTree ist eine vertikale Pflanzenwand, die den Feinstaub und Stickoxide aus der Luft in der Stadt rausfiltern kann. Also eine Quelle von Feinstaub, gerade in den Städten, ist ja ganz oft der private Personenverkehr. Je mehr Leute mit ihrem eigenen Auto fahren, zum Beispiel gerade in China, desto schmutziger wird die Luft. Ja, und die Bahn als Alternative ist dann natürlich eine sehr gute Lösung, um die Verschmutzung, die Luftverschmutzung einfach zu reduzieren. Und deswegen sehen wir die Deutsche Bahn als einfach als einen sehr guten und großen Partner für uns. I'm presenting an innovative solution to Deutsche Bahn, and I've done a little presentation during 3 minutes just to show how our solution works. And I'm here to make some contacts by Deutsche Bahn who could be interested by our project. Ja, wir sind eingeladen worden von Meet at Mindbox, um unsere Lösung hier zu präsentieren. Und die Möglichkeit haben wir genommen, weil wir kommen aus New York und wir präsentieren unseren virtuellen Assistant für Unternehmen, der denen hilft, ihre ganzen Kundenservices zu verbessern. Das heißt, bei uns antwortet kein Mensch mehr die ganzen Kundenanfragen, sondern es ist ein Algorithmus, der mitlernt. Der aktuelle Batch des Accelerators hat gerade erst begonnen. Man darf also gespannt sein, was noch alles in der Mindbox passiert.